Foto Also umstellen. ich würde jetzt sagen, jetzt von meinem Texture Pack würde ich sagen, entweder ein Glowstone oder ein Goldblock. Goldblock geht auch noch. Ich glaube, Gold findet man eigentlich ziemlich häufig. Geht, Ja, ne? es sind immer 9 Stück, ne? Du kannst aber auch, So, ich was ich schick dir jetzt das jetzt Steffi noch mal. sagen wollte, was sie wohl gar nicht weiß, in so ein Seedungeon, wo du drinne warst, ne? Wo? Dieses Ja, Seedungeon-Gedings da, der Ozeantempel. der Ozeantempel, da gibt es in der Mitte einen Schatz mit Ja. jede Menge Gold. 9 Goldblöcke, 9 massive Ja, Goldblöcke sind da drin. genau. Und die kann man sich natürlich dann auch schön da rausholen. Den trocken zu legen, würde ich auch gerne helfen mit Sand und so. Das kannst du mit Schwämme machen. Ja. Ich habe ja Schwämme gebacken, also dass die trocken sind. Ich habe dir mal die beiden geschickt, Rode. Ich habe es gerade klingeln hören bei mir. Bling, bling. Genau, so sehen bei mir die Goldblöcke und die Lapis-Lazuli-Blöcke aus. So, ich guck mal, mach mal auf groß. Ja, das sieht natürlich viel besser aus. Das ist bei dir ein Goldblock mit diesem Blumenmuster. Ja. Das sieht natürlich toll aus. Und der Prismarin, inwiefern verändert er sich, Gerda? Der im Original Texture Pack verändert er seine Farbe von grünlich zu blau, bläulich zu lila und wieder zurück. Echt? Ja, er changiert, wie man so sagt. Ist das mondabhängig oder wie? Nein, das passiert innerhalb von ein paar Sekunden. Also innerhalb von 30 Sekunden oder so hat er einmal alle Farben durch, normalerweise. Ah, okay. Das habe ich jetzt mit meinem Texture Pack leider nicht. Nee, der bleibt grünlich. Grünbläulich irgendwie so. Habe ich wieder zu wenig weiße. Wir können gerne Goldblöcke zurück. Wir können ja zum Beispiel sonst in der Mitte sonst einen Glowstone nehmen und sonst da aus den Ecken zum Beispiel diese anderen Dinger nehmen wir zum Beispiel einen Goldblock. Oder was weiß ich. Müssen wir mal gucken. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit mit dem Boden. Wir können dazwischendurch noch ein bisschen sammeln, ein bisschen Gold sammeln oder was weiß ich alles. Ja. Du kannst ja noch was, was ich. Und du sagtest noch über diese anderen Steine, diese sagtest du noch, was du bei Pizwit, ich habe Pizwit gesagt, was du bei Pizwit gesehen hast. Die sind Ja, auch gerade so. das sind halt diese Steine, die wir in der Außenmauer haben, ne? Die Hier die. gecrackten. Nur sind die kaputt, aber ich weiß nicht, wie man die herstellt. Da musst du Steinziegel in den Ofen tun. Ach, die noch mal brennen? Ja. Ja, gerne, die kennt sich ja aus. Ich spiele schon etwas länger Minecraft. Ja, ich Ich auch, auch, aber ich aber habe ich das habe nicht die noch gewusst. nie gemacht. Und ich habe bis jetzt noch nie gebraucht, bis jetzt, sagen wir mal so. Ich probiere immer gerne alle Steinarten aus. Machen wir das einfach mal. Dann gucken wir mal, wie das aussieht. Die sind Wenn's aber so, sowas ist gut für eine Grundmauer, das sieht aus wie ein altes Pflaster oder so. Na gut, das kannst du aber auch für den Boden verwenden zum Beispiel, weil Ja. alte Kirchen haben natürlich nicht unbedingt einen schönen, sauberen neuen Boden, Also der nicht? Kölner Dom hat aber einen. Also die haben da schon drauf aufgepasst, dass das ein schöner Boden ist. Meistens haben sie einen schönen Ziegelboden aus gebrannten Ziegeln. Aber die alten, original alten mittelalterlichen Kirchen waren erstaunlich bunt. Wenn du da mal in restaurierte reingehst, die haben sehr bunte Pflanzen und Tierbilder an den Wänden. Richtig toll, farbenfroh, alle Farben, die es gibt. Ha. Auch noch mehr weißen Stein. Glaube, Diorit und Andesit und das Ganze habe ich, glaube ich, noch in der. Ich weiß, das hast du unten, ne? Ich war halt nicht schlau genug, mir genug mitzubringen.
So, dann gucken wir mal, wie das aussieht. Ein Guck an. Weiß nicht, mit meinem Texture Pack sieht das gar nicht so geil aus. Soll ich mal gucken, kommen, wie es bei mir aussieht? Ja. So, ich springe. Geronimo, yeah! Zack, zwei Herzen. Super. Also mit Ach, du meinst meinem. den kaputten Stein jetzt, ne? Das sind die kaputten, genau. Oh, das sieht so schlecht, sieht ja gar nicht aus. Finde ich. Also mit meinem Texture Pack sieht das furchtbar aus. Aber die wären vielleicht für außenrum ganz nett. Außenrum willst du alles wieder abreißen? Nein, als der Boden außen um den Dom drumrum kann Ja, man das ja zum auch Beispiel, sowas wie ja. Pflasterstein, Pflasterwege machen. Das könnte man mit den Steinen zum Beispiel machen, ja. Genau. Dafür, für in der Kirche würde ich sagen, nein, aber für draußen, für irgendwelche Wege, ja, da kann man mal gucken, ja. Was denn das? Was ist dieses Ach so. kaputte Stein? Ne, der ist zu. Also ich finde ihn auch zu oll für die. So, jetzt könntest du. Wir können uns jetzt sonst mal verschiedene Böden hier mal hier auslegen und dann Steffi, entscheiden wir uns jetzt einfach für kannst irgendeinen du Boden hier dann. in die Mitte mal eine Verschiedenste Seelaterne Muster. setzen und dann gucken wir mal, wie die da drin wirkt. So. Eingerahmt. Ja, natürlich eingerahmt, aber von der Farbgebung her müsste es ganz gut passen. Man könnte jetzt hier natürlich auch das Weiße durch den Grauen ersetzen, dann wird es ein bisschen gedeckter von der Farbe her. Also wir haben hier massenhaft Möglichkeiten, uns zu entscheiden, wie der Boden Ich werden meine, soll. der Das Boden im stimmt. Dom ist ja nicht gleich, ne? Der ist ja bunt. Ja. Na, man kann zum Beispiel sagen, das Mittelschiff machen wir so, in Ja. diesen Farben. Ein Seitenschiff machen wir, wie wir das hier vorne hatten. Das andere Seitenschiff machen wir wieder anders, ne? Weil der Richtig. Boden ist ja bunt Das kann im man Dom. machen. Klar. Wir machen das Mittelschiff komplett in Gold. Dieses Muster hier geht so schön auf mit der Größe der. Obwohl geht das auf? Nicht so ganz, ne? Wenn ich jetzt hier weiterbaue, sind wir außen da schon raus. Müsste man schon wieder schummeln. Wir kriegen das schon hin. Wir schummeln uns unseren Dom zurecht hier. Das finde ich auch. Da bin ich dafür, Rode. Na? Das kann ich mir Sie gut sieht nachher viel schöner vorstellen, aus wie der Originale. Pass mal auf, dass. wenn die unseren Dom sehen, dann bauen die euren den ihren um. Genau, der wird abgerissen. Na, dass wir dieses Mittelschiff hier. Ah ne, hier ist ja das Mittelschiff. Dass das ein anderes Muster kriegt, ne? Jo. Genau. Das Mittelschiff ist so groß, dass wir uns sogar was Bildliches vorstellen machen könnten. Verbindliches. Ja. Ja, geil, wir machen einen Pac-Man oben rein. Ja, man kann ja zum Beispiel einen Stern oder sowas machen, weißt du? Eine Liane, die sich das Schiff entlang windet, bis hinten mit rechts und links Blüten dran. Zum Beispiel. Pac-Man. Roter Ton, du hast ja viel roten Ton oder roten Sandstein, ne? Ja. Kann man als Blütenblätter, dann kann man die immer so. Was ist das da gerade im Hintergrund? Wissen? Keine Ahnung, ich habe irgendwas rauschen gehört. Ich würde sagen, wenn Tabo da gewesen wäre, hätte ich gesagt, sie wäscht sich gerade die Hände im Badezimmer, aber sie Ich ist ja nicht glaube, da. das ist meine Tochter, die sich im Badezimmer die Hände wäscht. Okay, Tabo 2. Genau, irgendwie so ein Stern. Die kann man zum Beispiel wirklich aus Gold machen. Gerne dann. Hier hätten wir. Dann den. Weil Gold benutze ich überhaupt gar nicht. Den grünen Stiel von der Blume und jetzt tust du hier eine goldene Mitte in die Blume rein. Was macht ihr da gerade? Macht ihr Blumen auf dem Wir bauen Boden? Blumenmuster. Warte, ich mach mal ein paar Goldsteine. Tatsache. Zack. Dann kann man auch mal vielleicht so was machen.
Was soll's? Mein Jott. Wofür braucht man denn Lapis Lazuli und sowas sonst? Noch. Kannst ein blaues Blümchen machen hier. Da müssen wir aber, na gut, wenn es nur um das Blümchen selber geht, okay. Können ja auch Diamanten an die Decke hängen. Hohoho. Diamantblöcke, meinst du? Genau, Nein. Diamantblöcke. Nein. Ich habe nur so wenig Diamanten. Nein. Ach, Benno. Nee, da bin ich ein bisschen eigen. Vielleicht finden wir irgendwo nochmal eine Diamantenader oder so. Nee, da hätte ich nichts gegen. Wenn man weißes Blümchen, hast du noch blau? Von dem, ja? Hast du noch blaue? Falsch. Lapis Lazuli meine ich. Ja, warte. Fehlen ja noch zwei. Ich habe keine Erde mehr. Nein, ich kann nicht mal. Weil die wir brauchen. Das wäre Verschwendung, die brauche ich. Hier haben wir jetzt noch ein lila Blümchen aus Glas. So halt, ja. Komplementärfarbe Kreisch. Ja. So, ja, und so, ne? So was Ja. kann man dann machen und so irgendwie so. Ja, lassen wir erstmal so liegen und lassen wir erstmal sacken. Hier müssten wir schummeln, damit es korrekt weitergeht. Sonst passt es Ja, nicht. hättet ihr denn Lust, einen Ausflug zu machen zu dem Monument? Ja, warum nicht? Ich nehme mir ein paar Stacks Sand mit. Oder? Möchtest du auch mitkommen oder willst du ja Können wir weitermachen? gerne machen. Ne? Bloß Luft anhalten ist für mich ein bisschen schlecht. Ne? Dann müsstest du ja echt viel Getränke haben, sag ich mal so. Du weißt, was ich meine. Wir legen den ja trocken. Ich baue mich mit Sand darunter. Wir legen den Wenn trocken. wir den trocken legen, dann bräuchten wir viel Sand. Sand zum Beispiel und Schwämme bräuchten wir. Ja, Schwämme haben wir Trockene auch ein Schwämme. paar. Zwar nicht so viel, aber der Mensch freut sich. Erstmal Trockene, ne? Trockene, trockene, Inventar trockene leer Schwämme. machen. Gold und das tue ich jetzt auch mal mit hier rein. Ich habe nämlich jetzt keine Lust, hinten hinzugehen. Habe ich noch Cleanies? Habe ich clean, 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 clean? Bauen wir noch eben hier das Ding hier vor zu Ende hier. Die ist noch voll. Was waren die Cleanies? Ja. Wir gehen ins Monument. Ja. Ziegelsteingedöns. Also wenn wir den trocken legen, ist dann hier eine Wüste. Eigentlich brauchen wir da sehr, sehr viel Sand für, Wir haben noch um den trocken Sand. zu legen. Wir bauen ihn, können ihn ja wieder abbauen. Da, wo wir ihn hingeschmissen haben, können wir ihn ja wieder abbauen. Ja, das Ja. stimmt. Ich nehme meine Behutsamkeitsspitzhacke mit, die repariere ich aber vorher nochmal. Gibt es hier irgendwo noch eine Cobblestone-Kiste, wo noch Platz drin ist? Ja, hier vorne bei mir, wo die Öfen sind. Ah ja. Dann nehmen wir mal ein bisschen Eisen. Reparieren wir mal eben die Spitzhacke. Ja, Leute. Dann machen wir heute mal einen kleinen Ausflug zum Ozeanmonument. Muss auch mal sein. Ich würde sagen, du fliegst einfach eben hin und wenn du dann da bist, dann portest du uns einfach Ist da fertig. eine Wüste in der Nähe?
Steffi? Ich meine nicht. Sollen wir dann hier um die Ecke schnell noch Sand abholen? Wir haben hier gleich eine Wüste hier hinten. Muss mal eben noch. Haben wir nicht mehr genügend Sand? Brauchen wir ja auch für Glas, weißt du? Ach so, ja. Ja, Wir haben hier nur 4 Stacks Sand, das ist nichts. nee, das stimmt. Ja, dann gehen wir noch schnell in die Wüste. Ich muss sowieso gucken, wo wir hin müssen. Kommst du mit in die Wüste, Rode? Ja, ich habe mir jetzt gerade ein paar Hacken gebaut, aber ich wollte mal eben ein paar Sachen einfach hier mal lassen. Ja. Den Glowstone zum Beispiel packe ich in die Sammelkiste rein Inventar und entrümpeln. ja, so ein bisschen entrümpeln, nicht? Was ich so jetzt nicht unbedingt brauche. Paar Das kann man ja mal Spitzhacken mal eben ablegen, weil die brauchen wir herausschmeißen. nicht. Die Glücksspitzhacke brauche ich nicht, ne? Brauche nur die Nö, Behutsamkeit, die ne? Behutsamkeit brauchst du, ja. Jelena? Willst du einen Blick werfen in den Kölner Dom, wie er jetzt aussieht? So, ich Ach glaube, so, den okay. Rest. Den Rest. Ich hole mir jetzt mal ein bisschen Sand. Ich habe mal 3 Schaufeln gebaut. Schaufeln, ja, gute Idee. Schaufeln. Was wollte ich denn jetzt machen? Du wolltest dein Inventar entrümpeln. Gott, hier noch irgendwas? Und du wolltest die Und Spitzhacke diverse wolltest du reparieren. habe ich Ideen. schon gemacht. Wollte ich denn machen? Den hier, ne? Ach ja, wir brauchen ja auch Bötchen eventuell, ne? Ozeantempel. Bringen wir uns Warte mal mal. Bötchen mit, Ach ja, du falls musst es ja an Land hier kommt, käme hinporten. das Seitenschiff Im ran. Wasser Das wäre haben wir noch schlecht. nicht. Ja, wir müssen teilweise über Wasser. Ja. Man kann da aber auch einen Stützpunkt bauen, nicht? Man kann da ja genau über ein Ozeanmonument kann man ja Das eine kleine sollte eher Insel ein im Schnee Holz bauen. sein. Das hatte sie nicht auf dem Schirm, dass das die schwedische Fahne ist. Wir sind schon ganz schön gut drauf hier mit unserem Dom, wa? Eine von Rodes Ja. künstlerischen Wendeltreppen. Ja, das stimmt. Bam. Das wollte ich holen. Ja. Ach, dein Töchterchen höre ich gerade, die Ja, sagen an ich zeige dir gerade den Erstaunen. Kölner Dom. Hallo, Ja. Töchterchen. Sag Hallöchen, mal wie heißt hallo. sie? Hallo. Hallo. Der Rode direkt wieder. Der Rode wieder. Hallo. So, Mit wollen wir jedem los? hier So. am Flirten. So, ich habe Ich 16 bin gerade am Momente. Buddeln hier, Erde. Ich mein Sand. Erde? Erde, Passen? Sand. Ich habe Ja. hier ein Bötchen für dich, falls wir eins brauchen.